Also Robert, danke für die schöne Einleitung. Hallo Wien, grüß euch. Schneckengruß. Die Melanie und ich, wir haben ein Gedicht vorbereitet. Das Gedicht heißt Der Reiselehrling und das geht so. Haben wir uns voller Freude wieder einmal wegbegeben und nun sollen unsere Träume vollen Mutes auferstehen. Unser Tun und Werk besteht aus Text und Schrift und mit Hirn und Liebe greifen wir zum Stift. Nun komm, du schöner Bus, bist schon allzu lang gestanden, aber damit ist nun Schuss. Auf deine Räder trägst du uns durch verschiedene Land, über Schock und über Stein zeigst uns allerhand. Reise, reise manche Strecke, das zum Zwecke Länder sehen und mit Wort und Bild den Reiseblock und füllen. Motor an, kurz aufs Gas und schon geht es los. Wir freuen uns, das wird ein Spaß, unsere Reise wird grandios. Das Navi sagt, das Ziel sei nah, in der Ferne rauscht das Meer. Der Geist ist müde, doch der Blick ist klar, ruhig sitzen fällt uns schwer. Nun sind wir endlich angekommen, wir lieben Sonne, Meer und Strand, sind von der Fahrt noch ganz benommen und stecken die Füße in den Sand. Ein lautes Grummeln und Gepolter, der Magen sich bemerkbar macht. Es fühlt sich an wie eine Folter, eine Pizzawendung angebracht. Der Morgen graut, der Tag erwacht, wir haben so vieles vor, wir sind schon richtig aufgebracht und schreien laut im Chor. Reise, reise, manche Strecke, lass zum Zwecke Länder sehen und mit Wort und Bild den Reiseblock umfüllt. Sind Reisen zur Erholung da oder geht es um des Reisens wegen? Sind Reisen gar zur Bildung da oder gehören sie nur zum Leben? Für uns ist Reisen Abenteuer, Leidenschaft und Lagerfeuer, manchmal unbequem und über den Tisch gezogen, doch immer ehrlich und nie erlogen. Für uns ist Reisen Glück zu zweit, Liebe, Ruhe, Zweisamkeit, mal alle Viere gerade lassen und keine Angst, etwas zu verpassen. Für uns ist Reisen auch viel Sport, wir lieben dabei jeden Ort, ob Surfen, Laufen oder Berge, aber stets abseits der Erde. Für uns ist Reisen gutes Essen, Pizza, Fleisch, Delikatessen, ab und zu ein Glas Wein und manchmal darf es ein Flascherl sein. Und jetzt nochmal alle zusammen. Reise, reise, manche Strecke, das zum Zwecke Länder sehen und mit Wort und Bild den Reiseblock nun füllt. Den Tafelberg, den Morgengrauen, musst du dir vom Strand anschauen. In Safari-Lodges, in den Gattern, triffst du wilde Tiere, Löwennattern. Rhinos, Strauße und Giraffen, Elefanten, Büffel und die Affen. Vom Jeep aus die Natur erleben, vielleicht nicht wahnsinnig verlegen, doch eindrucksvoll und imposant, sehe ich von der Tierwelt allerhand. Kuba ist ein Abenteuer. Rum, Zigarren, altes Gebäuer. Autos aus einer anderen Zeit, leider auch ein wenig Leid. Und doch überwiegt die Fröhlichkeit durch Salsa und Mojito zur Mittagszeit. Havanna, die Cayos oder Trinidad. Wer das schon mal gesehen hat, der weiß vieles zu berichten. Schaut auf unseren Blog und lest die Geschichte. Pizza, Pasta und Amore, Gelato, Kaffee und Fußballtore. Italien lieben wir so sehr, Land und Leute und das Flair. Zum Surfen, Essen und Entspannen erkunden wir das Land zusammen. Auf dem Weg von Süd bis Nord verbringen wir viele, viele Tage dort. Und jetzt einmal geht's noch. Reise, reise manche Strecke, lass zum Zwecke Länder sehen und mit Wort und Bild den Reiseblock erfüllen. Wer einmal in die Ferne schweift, wird das Fernweh nicht mehr los, der hoffentlich ganz schnell begreift, die schönsten Momente sind kostenlos. Ein freundliches Lächeln, ein nettes Wort, zaubert Sprachbarrieren fort und egal wo auf der Welt, hilft es mehr als all das Geld. Triff Land und Leute in den Ländern, gehören nicht zu den Verschwendern, die Hotels und Clubs nicht verlassen und dabei das ganze Land verpassen. Reiseglück ist so verschieden, hier gibt's kein Falsch und auch kein Richtig. Ist der eine unzufrieden, so ist es für den anderen doch wichtig. Und gönne jedem seine Freude, sind die Interessen oft unverschieden. Braucht der eine seine Klunker und einen 5-Sterne-Bunker, so reicht für uns ein Fuß, Freiheit, das Meer und ein Kuss.
Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören, die Stimmung. Ihr seid brillant. Die letzten Worte, dann bin ich raus und wünsche mir einen Tonsapplaus. Applaus.